express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind the past time. A fast-minded feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say, kill bias and dependency and I'll kill the sea. Cause the young self is stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a third. With my last sigh reflecting half the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Moin! Jo, heute geht es um ein Line-Steel-Messer und nämlich um das M4 von Line-Steel. Die M-Serie besteht aus einigen Modellen, M2, M3, die haben mir alle ganz gut gefallen. Da gibt es noch das M5, das hatte ich beim Andi gesehen und ein M7, so ein Riesenklopper. Ja, und das M4 hat der Dennis neulich schon vorgestellt. Ich werde euch mal Link zu seinem Video in die Videobeschreibung packen. Ebenso Link zum Bezug, die hat mir nämlich der Dirk Wanger von Messer & Co. rumgeschickt. Da könnt ihr die beziehen, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und als ich die beim Dennis gesehen hatte, dachte ich mir nur eine Sache, nämlich ein ziemlich perfektes Outdoor-Messer. Zumindest was so meine Ansprüche angeht. Kein großes Camp Knife, sondern einfach nur ein Outdoor-Messer zum Arbeiten. Was man so dabei hat, wenn man so eine Tagestour macht oder mal übers Wochenende weg ist. So einen kleinen Trip, einen Overnighter, whatever. Und einfach so immer am Gürtel, immer im Rucksack oder auch als Küchenmesser. Wirklich ein tolles Universal-Outdoor-Messer. Und da war ich schon sehr begeistert. Die kommen alle in dieser Lederscheide, die mit Line Steel Maniago Italy gemarkt ist. Auf der Rückseite noch Handmade in Italy. Die sind alle sehr sauber verarbeitet. Die haben eine große Öffnung für den Gürtel, ist hier fest vernietet. Hier haben wir einen Druckknopf. Und die Messer sind sehr fest drin. Was mir gefällt, ist hier der kleine Überstand. Da kriegt man die Messer schön rausgezogen. Ja, die machen sehr wertigen Eindruck. Der Druckknopf sitzt sehr, sehr hart, sehr sicher. Da verliert man sein Messer nicht. Und hier ist halt dieses Messer. Und die universelle Form des M4, die hat es mir halt sehr, sehr angetan. Ich hatte vor einiger Zeit mal das Custrem Nummer 10, das Swedish Forest Knife da. Und das war ja auch mal wieder ein Outdoor-Messer, das mich schwer begeistert hat. Toller User. Und hier sehe ich das genauso. Wir haben hier einfach ein absolut universelles Werkzeug, das nicht nur optisch sehr, sehr ansprechend ist. Und zwar in jeglichen Maße, von dem Material, das benutzt wurde. Wir haben hier eine Holzbeschalung, die anderen Materialien zeige ich euch gleich nochmal. Also die ich zumindest hier habe. Und als Klingenstahl hat Line Steel den M93 Böhler genommen. Sehr schnitthaltig, sehr, sehr rostträge. Und in dieser Preiskategorie, wo dieses Messer spielt, so um die 150 Euro, ist das ein absoluter Spitzendeal. Wenn ich daran denke, dass Mora für ihr Messer, mal sehen, was die dann wirklich auf dem Markt dafür verlangen. Und wenn die dann wirklich dafür 100 Euro verlangen sollten, dann kann ich da nur müde lächeln drüber. Da bietet Line Steel halt dann für einen Fuffi mehr einen Mehrwert an Schönheit und auch was den Stahl angeht. Da gäbe es für mich gar keine Frage, was ich wählen würde. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ca. 20 cm, beziehungsweise hier hinten mit dem Stahlüberstand, mit dem Griffüberstand, dem Schlagende, ist ein Full-Tang-Messer, haben wir 20,5. Wir haben eine Klingenlänge von 9 cm. Das ist ein Flachschliff. Der wurde
passabel ausgeführt. Die Klinge ist ungefähr nicht ganz 4 mm stark, 3,9 hatte ich gemessen. Und ja, die Phase läuft fein aus, für die Stärke ist es okay. Ich denke, da bekommt man einen anständigen Slicer in der Paarung mit dem Flachschliff, mit der Dicke der Klinge, der Spaltwirkung und dann halt auch der Stärke hinter der Phase. Und dann haben wir ein Gewicht von bei diesem Modell hier mit dem schönen Olivenholz von 145 Gramm. Das fühlt sich sehr, sehr leicht in der Hand an. Die Griffschalen sind schön befestigt. Wir haben hier keinen Spalt, nirgends. Sind schön befestigt mit Torx-Schrauben, die sind schön eingebettet, da steht nichts über. Schöne Holzverarbeitung bei Lion Steel. Wurden versenkt, die spürt man überhaupt nicht, wenn man den Griff in der Hand hat. Es gibt absolut null Hotspots. Liegt in meiner großen Hand ziemlich perfekt. Weder zu kurz noch zu lang. Für mich ist der Griff absolut perfekt und durch die universelle Griffform an sich dürfte der auch für kleinere Hände super sein. Wir haben einen kleinen Guard, der noch Sicherheit gibt. Wir haben einen gerundeten Klingenrücken, der über das ganze Material sich weiterzieht. Ein kleiner Überstand des Stahls, aber dadurch, dass das alles gerundet ist, tut da nichts weh. Ich sagte ja, null Hotspots. Egal wie fest man drückt, liegt einfach fantastisch in der Hand. Durch das relativ geringe Gewicht hat man eine tolle Handlage und man möchte mit dieser Klinge eigentlich sofort arbeiten. Ja, in dieser Version mit dem Olivenholz super sweet. Und dann hat man noch einfach ein tolles Highlight. Diese kleinen Grooves im Holz drinne. Wenn man genau hinguckt, sieht man das, dass da Linien drin sind, die einfach eine Struktur im Holz ergeben. Und dadurch die Griffigkeit erhöhen. Die sieht man erst, wenn man das Messer näher dran hat. By the way, einfach Olivenholz ist immer ein Traum. Immer. Die Maserung ist einfach schön und warm und fühlt sich toll an. Herrliches Holz. Naja, und diese Linien geben halt Struktur und dadurch besser Grip. Sobald das Messer aber ein bisschen weiter weg ist, fallen die gar nicht auf. Und es sieht einfach nur nach einem schönen Holzgriff aus. Great, great job. Lion Steel mit dem M4. Das ist schon ein cooles Teil hier, die Olivenholz-Version. Dann haben wir hier die G10-Version mit schwarzen G10-Griffen. Hier haben wir ebenfalls die Lines, die Grooves drin. Schön gearbeitet, das Messer ist aber deutlich schwerer. Olivenholz 145 Gramm. Hier haben wir 180 Gramm, also wirklich viel mehr Masse. Hätte ich nicht gedacht, dass die G10-Griffe da so viel ausmachen. Gefällt mir auch ganz gut, aber ganz klar wäre mein Favorit eher ein Messer mit Holzgriffbeschalung. Und am Ende für mich das Highlight, da haben wir das M4 mit Walnussholz. Walnussholz hat einfach eine schöne, schöne Farbe. Ist noch mal eine Ecke leichter, wiegt nur 135 Gramm. Da hat man wirklich nichts in der Hand, das Gefühl zumindest. Hätte ich mein Gunny nicht. Und hier sieht man vielleicht noch mal, warum mir das so gut gefällt. Wir haben nämlich sehr ähnliche Maße in der Länge. Hätte ich mein Gunny nicht, wäre das hier definitiv ein Messer, das ich mir wahrscheinlich holen würde. Noch vor dem Castrum, weil hier einfach alles passt. Ich finde halt die Optik, die Linie, das Design bekommt eine volle Punktzahl, das Material bekommt eine volle Punktzahl. Die Verarbeitung bekommt eine volle Punktzahl. Der Preis ist absolut okay. Wie gesagt, ich meine, der liegt so bei 100, 150 Euro. Nagelt mich jetzt nicht fest, vielleicht ein Zehner mehr. Wie gesagt, Link zum Bezug findet ihr in der Videobeschreibung. Aber mit diesen Materialien und dem Klingenstahl, für alle Leute, die wirklich keinen Bock auf rostende Klingen haben,
ist das hier eine tolle, tolle Wahl. Das ist ein Schmuckstück. Das soll, bin ziemlich, ziemlich begeistert vom Lion Steel M4. Ja, Hammer, Hammer Teile. Wie gesagt, bei Interesse, Dirk Wanger, Messer und Co. Da findet ihr die. Okidoki, das war's von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.